Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute mal wieder Kanalnachrichten, denn es gibt was zu berichten und ich muss euch auch etwas mitteilen. Und das mache ich jetzt gleich am Anfang, aber ich wünsche euch vorher viel Spaß bei diesem Video. Ja, gleich zum Anfang muss ich euch was mitteilen. Ich werde demnächst ein paar Videos weniger machen. Jetzt werdet ihr sagen, ja wieso, hast du so viele Videos rausgekloppt? Naja, da waren ja auch ziemlich alte Videos dabei teilweise, wie ihr gesehen habt. Und ja, ich habe nicht so viel Zeit mehr. Ich muss arbeiten und diese Arbeit, ja, die mache ich für euch. So wie immer, natürlich auch für mich, ganz klar. Ich schreibe ein neues Buch. Warum? Ich kriege ja immer viele Anrufe, ich kriege viele Mails und das Hauptthema in diesen Anrufen und in diesen Mails, ja, das Hauptthema ist das hier. Es geht immer oder fast immer um eine Waffe. Okay, es geht auch manchmal ums Wiederladen und um die Munition für diese Waffe, aber ganz, ganz oft geht es darum, was kann ich mir kaufen, mit was soll ich anfangen? Ich will was anderes haben und, welche Optik, diese ganzen Dinge und welches Zubehör hier und welches Zubehör da, diese Dinge werden immer gefragt und ich sage dann immer, ja, das wird eine lange Geschichte, weil so einfach ist das nämlich nicht und ja, dann geht die Zeit natürlich am Telefon dahin und außerdem geht natürlich auch meine Zeit dahin, ganz klar. Und ihr wisst ja, ich mache ja Telefonberatung, aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. In meinen Videos kann man viel sehen, aber wenn man etwas sehr so kompakt haben will, dann geht das nicht so einfach. Das ist mir auch klar und das funktioniert nicht. Und wenn ihr die Bücher von mir gelesen habt, also Band 1, Band 2 für Long Range, dann steht da natürlich auch etwas drin, ganz klar. Aber nicht von A bis Z. Das ist da einfach nicht drin. Und das mache ich in dem neuen Buch. Es hat 5 Kapitel. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, dieses Buch wird kommen, denn ungefähr die Hälfte ist fertig. Ich schreibe seit 100 Tagen daran und ich will nicht noch 100 Tage daran schreiben. Dazu gehören natürlich auch Recherchen, viele Fotos machen und so weiter. Wenn ihr die Bücher von mir kennt, wisst ihr, wie die aussehen. Und das neue Buch wird dann genauso aussehen. Es wird Hardcover, Vollfarbe sein. Und es geht nur um Repetiergewehre. Natürlich nicht nur, weil also es hat 5 Kapitel. Im ersten Kapitel sage ich, okay, was wollt ihr denn eigentlich machen? Also es geht um Sportgewehre. Natürlich kann das ein Jäger auch lesen, weil alles, was da drin steht, ist natürlich allgemeingültig, bis auf den Einsatzzweck. Ja? Ein Jäger hat andere Anforderungen, aber die kann er für sich selbst ja definieren. Aber ein Sportschütze, der hat ganz bestimmte Anforderungen. Und zwar ein Sportschütze, der vielleicht nur 100 Meter schießt oder bis 300 Meter, was ja in Deutschland völlig normal ist. Der hat andere Anforderungen vielleicht als ein Sportschütze, der Long Range schießen will im Ausland und ja, da zugegen sein will und mitspielen will bei der ganzen Aktion. Und wieder ein anderer will vielleicht extrem Long Range schießen, also noch weiter. Und dem macht das vielleicht mehr Spaß oder will sich dabei weiterentwickeln. Und andere wollen natürlich auch dynamisch schießen, PRS. Und dann gibt es noch die Gruppe, die vielleicht auch nur KK schießen will oder mit KK trainieren will. Darauf komme ich gleich nochmal. Aber bleiben wir mal beim Buch. Also ich kläre erst mal ganz kurz, was will man eigentlich? Und dann ist ja, das ist ja die große Frage und die wird auch wirklich oft diskutiert und gerne in Videos geguckt, habe ich festgestellt und auch gerne gefragt. Welches Kaliber soll ich denn nehmen? Und ich habe das Ganze aufgearbeitet in einem ganzen Kapitel, wie man sich ein Kaliber wählt, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind. Und zwar nicht irgendwie aus dem Bauch heraus, sondern natürlich mit Daten und Fakten und Berechnungen und auch ganz konkreten Ladungen dahinter. Und was kann man da machen? Was ist gut? Was ist schlecht? Was ist für mich geeignet? Was ist für den anderen geeignet? Und ja, wo sollte ich mich hinbewegen? Und es gibt immer viele Argumente dafür. Die einen sagen, ich will nicht so viel Geld ausgeben und die anderen sagen, kostet es, was es wolle. Ich will Maximum haben, ich will, mir reicht der Durchschnitt an der Stelle. Und alle diese Dinge habe ich versucht auseinanderzunehmen, zu berechnen auch. Es gibt auch Tabellen.
Und es gibt auch Grafiken, sodass man das schnell sehen kann. Da gibt es ja jede Menge Dinge, die man beachten muss. Das ist ein Kapitel. Und dann kommt der Part, wo ich quasi das Gewehr auseinandernehme. Aus welchen Teilen besteht eigentlich ein Gewehr? Und wie sollten die funktionieren und wie sollten die aussehen? Natürlich immer in Bezug auf den Repetierer. Und dann gibt es ein ganz großes Kapitel natürlich zum Zubehör. Zum Zubehör gehört ja schon die Optik, die Montagen, die Zielhilfen und, und. Ja, und in dem letzten Kapitel werde ich dann auch noch ein paar Beispiele bringen, also Gewehre. Welche Vorteile hat das Gewehr, welche Nachteile, auf welchen Kompromiss muss man sich einlassen oder was könnte ich dann erwarten? Das Kapitel gibt es natürlich auch noch und das gibt natürlich wieder ein Buch, so wie ihr meine anderen Bücher vielleicht auch kennt. Ja, da muss ich natürlich arbeiten und zurzeit arbeite ich 10 Stunden am Tag und schreibe 10 Stunden am Tag. Danach bin ich eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen. Das ist so. Und ich nehme mir mal einen Tag Auszeit und dann gehe ich mal kiten, weil ich muss mal von meinem Bürostuhl dann aufstehen und muss mal ein bisschen Sport treiben und dann gehe ich raus kiten, also wenn der Wind gerade kommt. Und und da ist so ein ganz klein bisschen die Zeit weg für Videos. Deswegen wird es in nächster Zeit ein bisschen flacher werden. Also der Ball, den halte ich da mal ein bisschen flacher. Und ich hoffe, ihr versteht das. Ich will das natürlich über die Bühne kriegen. Dazu kommt noch, mein Bulli ist kaputt. Ja, der war gerade in der Werkstatt. Ich habe gerade 1.500 € bezahlt, da Motor, irgendwas. Und er ist wieder in der Werkstatt, Frontscheibe kaputt, Rahmen verrostet, bla bla bla. Schon seit einer Woche. Dazu kommt, ich habe immer noch keinen europäischen Feuerwaffenpass. Diese eine Zeile in meinem vorhandenen europäischen Feuerwaffenpass wurde immer noch nicht eingetragen. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Ich habe jetzt den Landrat angeschrieben und habe ihn um Hilfe gebeten, weil diese Behörde einfach überhaupt nicht antwortet. Ich habe da 12 Schreiben hingeschickt und ich habe 0 Antworten bekommen. Und das ist in meinen Augen schon eine ziemliche Frechheit. Das ist also eine Geschichte. Und wo wir gleich bei Frechheiten sind, vielleicht werde ich in nächster Zeit, also nachdem diese Welle weg ist, auch mal wieder auf das Thema Waffenrecht kommen, denn ich habe da was gelesen und in dem Dokument steht, ich glaube, 10-mal das Wort Entwaffnung, was uns die Frau Faeser da gerne überstülpen will. Und das gehen wir einfach mal durch, das Dokument vielleicht. Das hat was mit Waffenrechtsverschärfung zu tun. Und das ist auch nicht schön. Aber wir lassen uns davon ja nicht kleinkriegen. Ich werde demnächst auch ein Video machen über den Skisport, ob man 2024 noch mit dem Skisport anfangen sollte oder ob es keinen Sinn macht. Und ich sage es gleich vorweg, jeder, der es nicht machen würde, obwohl er es gerne machen wollte, ja, der kann mir nur leid tun. Ja, einfach nur tun. Umso mehr, umso besser. Gibt es was Neues überhaupt? Ja, es gibt immer jede Menge neue Geschichten bei mir, das wisst ihr immer wieder. Neue Sachen, neue Gier und so weiter. Also nicht Gier mit IE, ganz klar. Weniger ist mehr, denkt dran. Ich habe was gekauft, ja. Aber das ist so klein. Ja, so klein, da ist etwas drin, was für das Trockentraining super geeignet ist. Und das ist eine Linse von EDTS. Die kommt einfach vorne drauf auf das Gewehr hier. Und dann kann ich das Ganze in der Stube benutzen. Bitte nicht schießen, ne? Das geht nicht gut aus, sondern ich muss mal hier was hochheben, das ist hier runtergefallen. Das ist eine Unterlage für mein Zweibein hier, weil das hat ja Krallen und das macht den Tisch ordentlich kaputt. Ja, diese kleine Linse hier vorne, ich habe versucht, die nachzubauen, gebe ich ehrlich zu, weil die kostet irgendwie 40 € und wenn ihr die aus Kanada holt und dort bestellt, und das ist eine Plastiklinse da drin und so ein Gummiding außen, dann kostet es 60 €. Na ja, ich sage, muss ja nicht sein. Aber ich habe es hinbekommen, aber teurer. Und das macht natürlich keinen Sinn. Man kann so verschiedene Linsen vor das Zielfernrohr setzen. Also sie müssen einmal konkav sein und einmal müssen die halt wie so eine Lupe aussehen. Und dann kann man solche Entfernungen auch einstellen, aber es ist viel teurer. Und das Ding funktioniert viel besser, muss ich ehrlich sagen. Das zeige ich euch in einem Video.
für das Trockentraining und was man dann benutzen kann, nämlich auf einem kleinen Laptop, auf einem iPad, auf einem Notebook und wie man ein Notebook dann zum Schießen verwenden kann. Das ist sehr, sehr interessant und ich finde sehr spannend. Wenn man dann noch die PRS-Stage nutzt, die ich gebaut habe, dann kann man seine Position auch zu Hause in der Stube üben. Man sieht das nämlich, ob man wackelt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, ich bekomme auf jeden Fall, ich glaube vielleicht so in 4-5 Wochen, ein neues LEM von Vectronix. Und das ist ja der absolute Game Changer, wie ich gesehen habe. Ich habe leider noch keins. Ich wollte früher eins bekommen, aber es sind alles Ami-Geräte. Und ihr wisst, Amerika hat andere Normen. Bei uns sind die strenger in Europa, wie immer. Und ja, die Geräte sind noch nicht fertig für den europäischen Markt. Deswegen kriege ich das ein bisschen später, aber ich kriege es auf jeden Fall, so dass ich euch das zeigen kann. Und das wird nochmal so eine richtig coole Geschichte. Ich habe ja schon das andere Vectronix vorgestellt und meins, mein Militärgerät auch. Aber das wird nochmal eine andere Nummer, denn es hat zwei Durchgucköffnungen, also funktioniert wie ein Fernglas. Und das ist der große Vorteil. Ich habe gleich beides zusammen. Mit einem speziellen Effekt noch, den ich noch nicht verraten werde. Weil zweiäugige gibt es ja schon, aber nicht in der Form. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Eine Sache habe ich noch. Das Präzisionsprojekt geht jetzt richtig weiter, weil ich habe jetzt die Homepage nochmal erneuert. Es ist ein neues Target da drauf, welches ich auch schon getestet habe im Camp. Ich habe jetzt gerade die Camp-Ergebnisse zurückgeschickt. Ja, das hat eine Weile gedauert, weil, ganz ehrlich, das macht richtig viel Arbeit. Und weil es so viel Arbeit ist, hat mir ein polnischer Schützenkollege angeboten zu helfen. Und ich habe mich abgestimmt mit dem Konrad. Vielen Dank an dieser Stelle, Konrad, dass du mitmachst bei dieser Sache, weil dazu braucht man natürlich die Software und muss sie auch bedienen können und muss das Ganze auswerten. Und ja, schickt mir das einfach zu. Ich blende euch hier die Homepage ein, da steht meine Adresse drauf. Da nehmt einfach das Target und schickt das zu mir im Original. Und ich oder Konrad, wir werten das dann aus. Das Target selber könnt ihr euch runterladen von der Homepage, einfach draufklicken, ist nur ein Bild. Und dann ganz normal auf dem A4-Blatt ausdrucken und auf 100 Meter die 25 Schuss machen. Macht einfach mit. Wir kriegen eine große Datenbank. Wenn die halbwegs gefüllt ist, ich sag's mal so, dann werde ich die veröffentlichen. Ihr habt dann alle eine Nummer, da steht kein Name drin. Aber es steht die Waffe drin, es steht die Optik drin, es steht das Kaliber drin. Und es steht der mittlere Radius drin, auch in Moor. Und es steht der Streukreis drin von 25 Schuss. Und ihr werdet euch wundern, wie groß diese Streukreise sind. Ich habe ja schon einen Haufen Auswertungen. Da ist dann nichts mit 5 mm und 3 Schuss. Ne? So funktioniert es nämlich nicht in der Realität, in der Wirklichkeit. Ach, eine Sache habe ich vergessen. Mein KK-Gewehr, das sieht ja wirklich genauso aus wie das hier. Also wirklich genauso. Das ist eine Kopie von dem Ding, aber in KK ist angekommen. Es ist vorgestern angekommen, also nicht bei mir. Leider. Aber bei Moritz ist es angekommen und ich glaube, es ist noch irgendwie zum Beschichten. Das soll ja schwarz sein, so wie das. Und dann geht es nochmal zum Beschussamt und dann kommt es sofort hierher. Ich denke mal 2-3 Wochen, dann habe ich es und dann geht das hier aber ab mit KK. So, reicht aber für heute. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.